Hier ist wieder der Testmittel von YouTube und heute stelle ich mal den Held meiner Kindheit vor. Und zwar Arnie als Actionfigur. Die nachher gezeigte Kommando-Actionfigur könnt ihr von Amazon bestellen. Diese kostet rund 30 Euro. Wer sich nochmal anschauen möchte, der Link dazu steht im Textfeld unter dem Video. Und so bekommt ihr den Arnie geliefert. Schwarzenegger Kommando mit dicken Ärmeln. Sieht ein bisschen aus wie so eine Anaconda. Das Ganze kann man aufklappen. Hier seht ihr die Actionfigur nochmal als Foto, dann hier in echt mit dem ganzen Zubehör seitlich. Schriftzug auf der Rückseite nochmal die Figur in verschiedenen Posen mit den verschiedenen Zubehörteilen. Ja, wie auf der anderen Seite eben gezeigt. Und dann wollen wir den Arnie doch mal auspacken. Man könnte sich die Figur auch bei AliExpress bestellen. Das ist ja aus China, da kostet die, glaube ich, um die 25 Euro. Also man spart vielleicht 5 Euro, muss aber dann so 2 bis 3 Wochen warten. Darauf hatte ich jetzt keinen Bock gehabt. Ich habe mir aber die Rocky-Serie von AliExpress bestellt. 2 Rocky-Figuren. Und da freue ich mich besonders drauf, weil die sehen richtig klasse aus mit Mr. T und dem Rocky. So, hier hätten wir jetzt den Arnold. Zack. Und ja, das war jetzt drin gewesen. Einmal die Actionfigur, die Waffen plus dann nochmal das etwas kleinere Zubehör. Dann zeige ich nochmal die Sachen. Und zwar fangen wir mit dem Arnie an. Figur ist sehr gut verarbeitet. Schön detailliert. Gefällt mir außerordentlich. Hier haben wir das Gesicht. Ja gut, der glänzt ein bisschen. Mit Gesichtsbemalung, Tarnung. Hier dann die Haare. So, dann hat er eine Weste an. Unter anderem mit Tarnfarben seht ihr hier. Handgranaten. Jetzt muss ich mal gerade hier in meiner Kiste suchen. Wo habe ich sie denn? Jawohl, Handgranaten. Handgranaten gehen immer. Bevor er jetzt die Polizei ruft, das sind Paintball-Handgranaten. Die zeige ich irgendwann noch. Ich muss mir aber noch Gedanken machen, wo ich die dann teste, weil ich weiß nicht, wie laut die sind. Nicht, dass dann irgendwo die Scheiben rausfliegen. So, Handgranaten. Die sind einfach nur so hier so dran gemacht, kann man nicht abnehmen, sind ein bisschen beweglich. Hier vorne kann man nachher ein Messer reinmachen. Das sind wohl Magazintaschen, denke ich mal. Noch mehr Handgranaten. Kann man ja nie genug haben. Jo, Munition. Wieder Taschen. Mann, diese blöde Kordel von der Kamera, die geht mir auf den Keks. So, jetzt habe ich sie festgemacht. Die sind auch so ein bisschen hier beweglich. Hier sind so verschiedene Gurte. Auch schön detailliert gemacht. Beinholster haben wir hier an der Seite. Ich mache mal gerade den Arm nach oben. Da kann man nachher auch eine Waffe reinmachen. Und dann hier der Rest von der Hose. Auch wieder sehr gut. Und dann hier noch die Stiefel. Sehen ein bisschen aus wie Halbschuhe, gell? Sollen aber dann wohl richtige Kampfstiefel darstellen. Aber hier ist halt dieser bewegliche Punkt. Hm, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber macht nichts. Trotzdem hier schön detailliert. Und mit Profil unten drunter. Wofür sollen diese Löcher sein? Kann man die vielleicht auf einen Ständer stellen? Gibt es sowas extra zu kaufen? Jo, dann einmal von hinten. So schaut dann die Figur aus. Hier sind nochmal Messer. 2 Stück.
Und dann haben wir hier den Rest von der Weste. So, dann zeige ich noch die Arme. Dicker Bizeps, wie ihr schon gehört. Und dann hier die Hand. Und dann nochmal die andere Seite. Plus Uhr. Glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, in dem Film, da drückt er doch, meine ich, sogar auf, der hat doch so und so viel Zeit. Und ich meine, der hätte sogar dann die Uhr auch hier wie dargestellt. Und er drückt da drauf, damit der Countdown so runterläuft. Ja, das war einmal die Puppe. Jetzt habe ich die Größe gar nicht gezeigt. Das hole ich sofort nach. Und zwar, wie groß bist du, mein Freund? Ungefähr knapp, ja, so knapp 18 cm ist sie dann schon groß. Dann kommen wir zu dem Zubehör. Also, ich habe keinen Plan, wie die Waffen jetzt heißen. Ich bin auch zu faul, jetzt Google anzuschmeißen und dann nachzugucken, welche der verwendet hat. Wer es weiß, kann es gerne mal in den Kommentar reinschreiben. So schaut dann die Waffe Nummer 1 aus. Das Zweibein hier, das ist fest, das könnt ihr nicht bewegen. Nummer 2, da gibt es sogar so ein Gurt mit dabei. Dreh das Ganze mal. Jo. Das ist ein Raketenwerfer, wenn mich nicht alles täuscht. So schaut er aus. Und da kann man das hier hinten, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ah, jetzt kriege ich es wieder nicht raus. Doch, man kann hier das Teil so, das ist ein bisschen beweglich, dann könnt ihr das rausziehen. Seht ihr? Und hier vorne, wir haben ja Raketen. Also wir haben hier zwei Raketen und das Teil soll wohl so eine abgefeuerte Rakete darstellen. Also es kommt hinten dran. Seht ihr, das sind die Raketen. Jetzt könnte man die hier vorne so reinstecken. Ich habe das mal bei dem Produktfoto hier dann gesehen. Seht ihr, das ist zweiteilig. Das heißt, die haben das da reingesteckt. Das soll wohl so zum Abfeuern. Sieht ein bisschen blöd aus, finde ich. Schaut dann so aus. Nur, dass die Rakete abgefeuert wird. Darstellen. Ja, gut. Okay. So, zwei Raketen. Ein Raketenwerfer. Zum Umhängen. Quasi das Handtäschchen für Männer. Dann haben wir das Messer. Einmal Messer. So ein Rambo-Ding. Und das kann man, das muss ich mal gucken, hier vorne ziemlich cool dann reinstecken. Ja, yeah. Eine Handfeuerwaffe hätten wir dann hier noch. Und da haben wir das Beinholster. Und die kommt dann, zack, hier an die Seite dran. Ich hatte euch ja bereits schon mal verschiedene Figuren vorgestellt. Da war einmal der Freddy Krueger mit dabei, auch super genial gemacht. Der hatte ja sogar noch verschiedene Gesichter, die man ja ab und dran machen konnte. Beim Arnold halt ein Gesicht gibt es und das war's dann. Und dann noch den Markus von Gears of War, auch ganz tolle Figur. In China kann man sich dann noch die etwas größeren bestellen, auch zum günstigen Preis. Das wäre jetzt so eine hier, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Die liegt bei circa, ja, so 16 Euro. Ich habe jetzt meine Waffe in die Hand reingetan. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Ich muss sogar einen Schraubendreher benutzen. So schaut das jetzt aus. Ist möglich. Aber ihr seht hier zum Beispiel auf dem Produktfoto, ich habe mich auch daran orientiert. Da seht ihr auch, wie nachher die Finger eigentlich kommen müssen. Ist aber gar nicht so einfach. Hier hat er so locker lässig mal das Messer in der Hand. Zeige ich euch mal. Das haben die wahrscheinlich festgeklebt. Ihr seht, da ist eigentlich gar kein Halt für das Messer, weil das hier viel zu locker ist. Ja, Produktfotos sind immer schön, aber dann in Wirklichkeit könnt ihr das eigentlich vergessen, außer ihr klebt es irgendwie fest, wenn ihr den zum Beispiel bei euch in die Vitrine stellen wollt. Dann geht es zum Beispiel. So, ihr habt gesehen, bewegliche Punkte sind vorhanden. Kann hier alles mal so drehen, hoch und runter machen. Kann man den auch hinsetzen?
Oh, das wird dann auf den Stuhl geht es. Ja, hinsetzen geht nicht. Ihr seht, ich kann ihn versuchen, ein bisschen nach vorne zu drücken, aber das stößt alles hier gegen. Also das ist schon mal nicht möglich. Jo, die Weste kann man jetzt auch nicht aufmachen, um mal hier irgendwelche dicken Muckis zu sehen oder so. Ja, kann man die Beine noch so ein bisschen? Ja, Spagat, kann er das? Jawohl, Spagat kriegt er auch fast. Ne, kriegt er hin. Cool, jawohl. John, Claude, Arnie. Ja, so, dann habe ich euch mal die Kommando Schwarzenegger-Figur auch mal kurz vorgestellt. Auch wieder sehr gut verarbeitet, schön detailliert. Gefällt mir richtig gut, halt was für Sammler. Kann man prima in die Vitrine stellen. Ich glaube, ich habe mir sogar noch die Terminator-Figur bestellt. Die kommt dann auch noch. Plus die Rocky-Figuren. Wer sich sowas interessiert, der kann mich gerne abonnieren. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Und tschüss, bis zum nächsten Video.